Lass mich du brauchst keinen Buzzer. Ich brauche einen Buzzer. Ja, lass ihn den Buzzer benutzen. Ja, okay, dann kommt er sich vielleicht ein bisschen blöd vor im Nachhinein. Moment, hol den mal aus. Was? Ich kann verschiedene Sounds auswählen. Siehst du, die App hat dich verarscht. Warte mal, was ist das hier? Nein. Das ist ein Kuss, war ich jetzt schon. What the fuck? Alles das ist hier klar. Ein Schrein der Menschen, ist da drauf abgebildet. What the Alter, yo, ist das auch. Yay! Hä? Gib! Ah! Inkompetent! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt hier auf dem Kanal Multiplayer mit allen aus dem Team Multiplayer. Ben, René, yo, David und mir, dem TGW. Was geht ab? Genau. Neues Projekt nennt sich Multiplayer Quiz Duell. Das Ganze wird so ablaufen. Ich habe einen kleinen Text vorbereitet. Ich hoffe, Moment, dass er nicht... Moment, ist der Name Quiz Duell, ist der getrademarkt von der App? Ja, ganz sicher. Da muss man echt auf. Ich hatte mir irgendeinen anderen Namen ausgedacht, den ich aber leider wieder vergessen hatte. Der war auch viel cooler als Quiz Duell. Also wir wissen nicht, wie es heißt. Working Title Quiz Duell. Genau. Steht in der Überschrift. Scheiße auf, genau, das Ganze wird so ablaufen. Ich habe einen kleinen Text vorbereitet. Ich hoffe, dass er nicht zu kurz ist. Wenn doch, dann seht ihr das in der Länge dieser Folge. Dann weiß ich das fürs nächste Mal, dann wird der länger sein. Und zwar werde ich diesen Text vorlesen. Jeder darf, wenn er Lust hat, darf er antworten, wann er möchte. Da darf er mich unterbrechen und sagen, so, ich weiß die Antwort. Es kann aber auch sein, dass das total falsch war oder halt ich überhaupt noch gar keine Frage gestellt habe oder eine ganz andere Frage kommt, wie eigentlich erwartet. Und wenn das der Fall ist und derjenige schon falsch geraten hat, dann hat er keine zweite Chance und darf, bis die Frage zu Ende gestellt ist, also dann darf er nicht nochmal antworten. Erst dann wieder bei der nächsten Frage. Ich würde sagen, dann fange ich jetzt einfach mal mit dem Text an. Ja, also wie gesagt, ihr dürft unterbrechen, wann ihr wollt und antworten. 7 Fragen gibt's oder was? Was für ein genau, Text? Genau, 7 Fragen. Ja, pst. Also, wir beginnen das Ganze im Jahr 1984. Indira Gandhi wird am 31. Oktober ermordet. Richard von Weizsäcker wird deutscher Bundespräsident und die Olympischen Sommerspiele finden dieses Jahr in L.A. statt. Doch auch für die Spielindustrie ist dies ein wichtiges und prägendes Jahr. Der russische Programmierer Alexei Paschit... Ja? Falsch. Der russische Programmierer Alexei Paschitnow veröffentlicht am 6. Juli 1984 ein relativ simples Spiel für den Gameboy und schuf somit einen Computerspielklassiker, der inzwischen vielfach ausgezeichnet wurde, für mehr als 65 Computerplattformen entwickelt wurde und über... David? Tetris? Richtige Antwort. Das wollte ich eigentlich sagen, verdammte Scheiße. Ich hab mich ein Punkt für David. Für mehr als 65 Computerplattformen entwickelt wurde und über 100 Millionen Mal verkauft wurde. Von welchem Spiel ist hier die Rede? Tetris, richtig angekommen. Also, es geht weiter. Also, ihr dürft das alle wieder antworten. Ne? Juhu. Oh, ich habe hier geschrieben, es handelt sich um Tetris. Ein puzzelartiges Computerspiel, bei dem es darum geht, aus unterschiedlich geformten Blöcken Reihen zu bilden und damit Punkte wie möglich zu erreichen. Ich habe mir Tetris übrigens im Format Retroplay schon mal angeguckt. Da könnt ihr es reinschauen, wenn euch das interessiert. Tetris ist wie gesagt eines der beliebtesten Spiele und obwohl es schon in sehr frühen Jahren erschien, gilt es nicht als Urvater der Videospiele. Diesen Titel erhielt ein anderes Spiel, welches in den 70er Jahren erschien und zunächst... Ja? Pong. Falsche Antwort. Verdammte Scheiße! Alter, welches? Ich hab perfekt in meinen Stifthalter geworfen gerade eben. Alles klar, bravo, super. Okay, weiter geht's. Welches in den 70er Jahren erschien und zunächst auf Geräten in Spielhallen bekannt wurde? Natürlich ist hier die Rede von Pong. Ein simples Retro-Spiel, bei dem es darum geht, den Ball mit einem Schläger, also in Anführungszeichen Ball, Schläger, von seiner Seite fernzuhalten. Hä? Was für eine scheiß Falle gestellt. Ja, wirklich. Du bist ein mieser Wichser.
Doch, da stellt sich mir die Frage, welche Firma ist eigentlich für dieses Spiel verantwortlich? Also, wie Atari? Heißt der Publisher? Genau, David ist die Antwort. 2-0 für David. Das weiß ich die Antwort. Atari. Ah, okay. Atari ist ein 1972 gegründetes Unternehmen, welches für viele Klassiker in der Videospielgeschichte sowie einige Videospielkonsolen verantwortlich ist. Es gibt insgesamt 7 stationäre Konsolen sowie 3 tragbare Konsolen. Nennt mir mindestens eine von diesen tragbaren Konsolen. Oh Gott. Alter, kommst du jetzt mit Atari, Alter? Das, was niemand gekauft hat. Hey, wie war nochmal die Frage? War das nicht die Dreamcast? Nein, das war keine Antwort. Das war keine Antwort. Ja, ich weiß. Ja? Nennt mir mindestens eine von diesen tragbaren Konsolen, von diesen 3 tragbaren Konsolen. Ja? Atari Boom. Fuck. Bevor ich anfange zu schummeln, darf ich schummeln? Nein, darfst du nicht. Schade. Das steht nämlich auf Wikipedia, also darfst du jetzt nicht auf Wikipedia gehen. Aber ich bin mir ganz sicher, dass das gibt, Atari Punk. Ja, das gibt's auch, aber das ist keine tragbare Konsole. Oh. Aber ist eine Konsole, oder? Genau. Eine stationäre Konsole, aber. Junge, alles klar. Atari. Oh Gott. Atari. Mhm. Ich hatte doch nur eine PlayStation 2, da habe ich Also gebt ihr auf, wisst ihr es nicht? Moment. Ich erinnere mich an einen Beitrag bei hier Dings Rocket Beans TV. Mhm. Scheinbar ja doch nicht. Es war auf jeden Fall kein langer Name, es war glaube ich nur so eine Abkürzung irgendwie von dem Ding. Vielleicht? Ich irgendwie, weiß nicht. Ich hab's vergessen. Oh Gott, irgendwas mit S oder so, glaube ich. Atari. Eventuell fangen 2 von den Namen mit S an, ja. Atari ST oder so? Atari. Nee, Atari ST. Nein. God damn it! David, willst du noch irgendeine Antwort geben? Nein. Also, ich gebe meinen Satz auf. Okay, also es gab einmal die eine, die hieß Touch Me, die kam 1978 raus. Ja, niemand will das machen. Eine hieß Super Breakout, die 1980 erschien. Und dann gab es noch eine, die wurde Space Invaders genannt, auch 1980. Alles klar. Also, doch bei letzterer Konsole wurde ich an einen weiteren Klassiker erinnert. Natürlich an das von Tashiro Nishikado programmierte und von Taito vertriebene Spiel Space Invaders. Ein Spiel, mit dem der Spieler eine am unteren Bildschirmrand platzierte Kanone steuert, mit der regelmäßig angeordnete Aliens abgeschossen werden müssen. Ach, so einfach ist das natürlich nicht. Die Aliens bewegen sich nämlich stetig horizontal und kommen dem Spieler dabei immer näher und versuchen, den Spieler mit Geschossen zu zerstören. Wie nennt sich diese Art von Spielen? Scheiße. Oh Gott. Ja, Ben? Shoot 'em up. Genau, ein Punkt für Ben. Richtige Antwort. Was? Was hättest du gesagt? Gab's da nicht so, ist das nicht so ein Shooter, also Art? Irgendwie Fix-Shooter oder sowas? Ja, ist egal. Ja, mach halt. So, es handelt sich hierbei um ein Shoot-'em-up-Spiel, also ein Spiel, bei dem es das Ziel ist, mit irgendeiner Waffe so viele Gegner wie möglich zu treffen. Da ich nicht jede Frage auf Videospiele beziehen möchte und schon gar nicht so lange bei den Retro-Games verharren möchte, nutze ich das jetzt einfach mal als Übergang zu einem anderen Thema. Der Amerikaner Martin Luther King, der sich für die Rechte der Schwarzen einsetzte, wurde am 4. April 1968 in Memphis, Tennessee, Opfer eines Mordanschlages. Jemand schoss mit einer Pistole auf ihn und er verstarb daraufhin. Doch Martin Luther King ist da kein Einzelfall. Viele bekannte Persönlichkeiten wurden aufgrund ihrer politischen Haltung, Worte oder Handlungen umgebracht. Andere Beispiele dafür waren John Lennon, Malcolm X oder Abraham Lincoln. Abraham Lincoln war der 16. Präsident der USA von der USA von Amerika, genau. Wenn du jetzt mit Geschichte kommst. Mach weiter. Es gab da aber noch ein anderes Attentat, was aufgrund seiner sonderbaren Umstände und aufgrund der Tatsache, dass der Mörder nie entdeckt wurde, stark diskutiert und in den Medien besprochen wurde. Wie hieß dieser ermordete Präsident, von dem hier die Rede ist? John F. Genau. Scheiße, ich war mir nicht sicher, ob du den Namen schon gesagt hast. Ja, genau, ich auch gerade. Fuck! Okay. 2 Punkte für Ben, 2 Punkte für David, 0 Punkte für René. Nein, in meinem Herzen habe ich alle Punkte.
Punkte, also tut mir leid. Ja, du bist okay. Sieger aller Herzen. Ja. Naja, es gibt ja noch zwei Antworten, das heißt, René kann noch nachziehen. John Fitzgerald Kennedy war zu einer Zeit US-Präsident, in der die Welt in Aufruhr war. Die Berliner Mauer wurde gebaut, der Beginn der bemannten Raumfahrt, die Eskalation des Vietnamkriegs und die Zeit des zivilen Ungehorsams der afroamerikanischen Bürgerrechtsbewegung. Ja, ich bin in der Zeile verrutscht. Gleichzeitig fand auch ein Krieg zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und dem Ostblock unter der Führung der Sowjetunion statt. Wie wurde dieser Krieg genannt? Kalter Krieg. Genau. 2, 2, 1. Damn, Alter. So, ich wollte es schon früher sagen, aber ich habe gedacht, der Wichs hat eh noch was Fleisch auf. Also, die letzte Frage. Bei einem Krieg gibt es immer viel zu viele Tote und viel zu große Zerstörung. Doch Dark die Folge... Bros. Nö, die busseln sich ab. Ja, oder? Ja, doch okay. Die Folge einer solchen Zerstörung war es schon immer, dass danach eine Aufbau- und Reparaturphase begann. Ganz kurz, darf es ein Funfact zu Kriegen geben? Mhm. Gibt verbotene Biowaffen, unter anderem eine Hormonbombe, die wird eigentlich über dem Kriegsbild abgeworfen, sodass dann die darunter befindenden Soldaten von diesen Hormonen sehr erregt werden und dann miteinander rummachen und was auch immer. Alles klar. Okay. Da macht der René gleich ein Studio. Okay, also weiter geht's. Es beginnt eine Aufbau- und Reparaturphase. Doch das erinnert mich schon wieder an ein sehr beliebtes Computerspiel, in dem es darum geht, seine eigene Welt aufzubauen und seiner Kreativität in Blockform freien Lauf zu lassen. Die Rede ist natürlich von Minecraft, dem Spiel von... dem Spiel von Markus Notch Person und Jens Jeb Bergenstein. Bergensten. Keine Ahnung, wie das ausspricht. Die Firma, von der es gepublished wird, heißt Mojang. Diese Firma wurde allerdings 2015 von Microsoft gekauft. Das Spiel wird stetig weiterentwickelt und ist vor kurzem in der Vollversion 1.9 erschienen. Jedes große Update hatte ein Thema bzw. einen Überbegriff, unter dem es veröffentlicht wurde. Wie lautet dieser Überbegriff in der Vollversion 1.9? Das Combat-Update. Richtige Antwort von David und David ist somit der Gewinner. Ja, wir haben das Cast gebrochen. Das Combat-Update. Alles klar. Ja, damit kann ich leider nicht dienen, mit so einer spezifischen Frage. Same. Tja. Vorteil, also... unfair. Aber ich habe so eine Frage, also das waren ja 7 Fragen, wieso gibt es nur 6 Antworten? Also 6 Punkte bis jetzt? Weil wir eine Auskassen haben, die Atari-Frage mit dem Geld. Oh, interessant. Hat ja keiner beantwortet. Ah ja, stimmt. Okay. Ja, weil Atari niemand... Es hat niemand interessiert. Warum fragst du Sachen über Atari? Warum nicht? Frag Sachen über Nintendo. Ja, nee, das wäre zu einfach. Hype the Hype. Das, was du machen musst. Das war aufregend, muss ich sagen. Und tatsächlich hatte das auch genau die richtige Länge. Ich bin mich jetzt bei 15 Minuten. Perfekt. Das heißt, dann weiß ich jetzt Bescheid. Und ich würde das für das nächste Mal nochmal so erstellen für die nächste Folge. Ich kann erst nur noch mal darauf hinweisen, dass zum Thema Combat Update, auf unserem Kanal gibt es das Projekt Microcosmos, da gucken wir uns die 1.0 genauer 2.0. An. 2.0. Hä? Microcosmos 2.0, genau. Das heißt, da könnt ihr mal vorbeischauen, wenn euch Minecraft und die neueste Version interessiert. Ist auch in der Beschreibung verlinkt. Und ja, herzlichen Glückwunsch an David. Und... ja, das war's mit dem Video. Und was? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao.